Sabine Karg, Schauspielerin. Sie ist schon zum zweiten Mal beim Cleantech Media Award dabei. Und wie hat es zum zweiten Mal gefallen? Das zweite Mal hat mir viel besser gefallen, weil es einfach etwas konzentrierter war und exklusiver und besonders. Ich fand das sehr schön von der Veranstaltung, alles etwas geraffter. Es war nicht so weitläufig, so wie beim letzten Mal. Und dass man hier schön networken kann, die Leute treffen kann, sich nochmal miteinander austauscht, das finde ich toll hier. Der Umzug von Berlin nach Hamburg, hat der dem Cleantech Media Award vielleicht auch ganz gut getan? Unbedingt. Das heißt, nächstes Jahr gerne wieder in Hamburg oder gerne auch wieder in Berlin? Gerne auch wieder in Berlin, aber ich fand das jetzt hier ganz, ganz toll von der Einrichtung her. Das Curio-Haus hat sich hervorragend angeboten für diese festliche Veranstaltung. 2 Stunden jetzt geballte Informationen, neue Technologie, neue Erfindungen. Gibt es da irgendwas, was du in den Alltag mitnimmst und sagst, das fand ich super, das hätte ich jetzt gerne auch in meinem ganz normalen Leben? Ja, und zwar die Multifunktionskleidung von Pure, und zwar diese Kieler-Leute, die finde ich ganz, ganz großartig, dass sie eben also aus recycelten Materialien also so eine lebendige, frohe, lustige Multifunktions- und Sportkleidung machen, finde ich klasse. Okay, die wird jetzt direkt angeschafft und es wird ja im nächsten Jahr garantiert auch wieder einen Cleantech Media Award geben. Irgendwelche Wünsche fürs nächste Jahr? Nee, also einfach nur, dass es sich erweitert, dass viel mehr Leute noch dazukommen, dass es medial begleitet wird weiterhin, dass es die Botschaft in die Öffentlichkeit getragen wird und dass die Menschen anfangen, bewusster mit ihrer Umwelt umzugehen. Das hoffen wir alle. Ganz, ganz herzlichen Dank und schönen Abend noch. Ja, Dankeschön, gleichfalls.